Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Wir wollen uns heute am 20. August, dem Donnerstag, dem Edelmetallmarkt widmen, der hier in relativ anständiger Vorstellung nach oben zieht. Und dies in Anführungszeichen keineswegs überraschend. Denn wir hatten zum einen, wenn wir auf Silber speziell schauen, erst vor 2 Tagen nach dem starken Abverkauf, wo es um die 4% gen Süden ging, auf eine mögliche Chance hingewiesen. Dazu einfach mal im Web schauen, beziehungsweise hier Silber unter Beschuss feststellen. Das war am Nachmittag des 18.8. Da stand Silber wirklich gehörig unter Beschuss. Hier die Kerze entsprechend schwarz und negativ. Was interessant war, wir sind hier in einen Unterstützungsbereich eingetaucht. 1485 und hier auch zugleich das 61er Fibonacci-Level des Impulses hier von Ende August bis zum Ende Juli bis zum August hoch sozusagen bei 1562. Rücksetzer ziemlich stark. Und aber, Sie sehen es hier im Rechteck, das bullische saisonale Zeitfenster. Auf dieses wiesen wir schon am 14.8. hin. Und in dem Zusammenhang hier das interessante Verhalten, welches mit Blick auf die letzten Jahre hier immer wieder in einem bestimmten Zeitraum Silber 8, Gold 18,8 bis 3,9 und Silber 17,8 bis 3,9 für steigende Preise sorgte. Und der Rücksetzer am 18.8. bei Silber war vielmehr dann im Kontext des Rücksetzers ans 61er Fibonacci Retracement Level und eben der Voraussicht, dass es ja nach oben gehen kann, hier eine ideale Chance, um in Silber einzusteigen. Und wir sahen gestern direkt drauf den Konter, nicht ganz einen bullischen Garfing. Wäre schön, wenn die Kerze noch ein Stück weit drüber gelaufen wäre, aber das kommt schon sehr nah an einem bullischen Garfing. Und wir haben heute eine Bestätigung, die noch ein Stück weit zurückhaltend ist, aber Obacht geben. Wir haben immer noch einige Tage vor uns, die Silber hier nach oben schießen kann. Und wenn wir uns das jetzt mal hier speziell anschauen, auch in der Saisonalität bei Silber, dann sieht das hier natürlich gut aus bis Anfang September. Also wir haben jetzt hier technischen Rückenwind. Doch auf was kommt es jetzt hier speziell an? Wir müssen natürlich unterstellen, dass der Markt sicherlich nicht in einer geraden Linie wie hier im saisonalen Zeitfenster gezeigt nach oben zieht. Aber Silber hat hier bei 1562 ein Widerstandslevel aufgebaut, das sich hier auch zurückführen lässt bis in den März hinein und sogar noch weiter. Aber wir wollen gar nicht zu weit zurückgehen, denn je weiter die Perspektive nach hinten gerückt ist, ist es natürlich für Intraday-Bewegungen, schrägstrich kurzfristige Bewegungen uninteressant. Im Kontext des saisonalen Musters hingegen ist dieser Widerstand hier um 1560, 1565 mit dem Hoch hier vom 14.8. bei 1562 natürlich hochinteressant und sollte Silber natürlich darüber hinaus ausbrechen. Ja, dann haben wir natürlich ein taktisches Kaufsignal vorliegen beim Silberpreis, was Gold hier übrigens schon vollzieht. Wenn Silber dem Goldpreis hier folgt, haben wir hier sehr wahrscheinlich eine weitere Performance zu erwarten. Und oberhalb von 1562 locken hier Niveaus. Das ist sozusagen mal hier die grobe saisonale Spanne, die Silber hier zulegen könnte. Rein statistisch in dem Zeitfenster. Aber es kann natürlich noch viel, viel weitergehen. Also rein technisch wäre hier eine Erholung größeren Ausmaßes denkbar, die hier zum Beispiel beim Silber, wenn wir hier die Bewegung von Mai, drehen es mal um, dann ist es passender, wenn wir hier mal die Bewegung von Mai bis zum Juli-Tief eben nehmen. Das Ganze logarithmisch machen. Dann haben wir hier das 61er Retracement-Level. Wunderbar. Da wäre theoretisch schon wieder ein Drehpunkt möglich. Aber wir können auch noch ein Fibonacci-Level draufsetzen. Und dann sind wir hier im Bereich von 17 Dollar, die Unze Silber. Und das ist natürlich hier dann auch an dieser Trendlinie. Sie sehen sie ja von oben kommt. Hier durchaus ein Level, wo Silber theoretisches Potenzial hat hinzulaufen. Also sehr, sehr interessant. Hierbei auch zum Goldpreis, der natürlich nicht minder attraktiv. Hier unlängst schon einen leichten Widerstand bei 1108, 1158 überwunden. Hier leichte Pullback-Sequenz. Gestern ein starker Tag, genau wie beim Silber. Und jetzt haben wir hier die Perspektive rein technisch bis zu diesem Abwärtstrend, dieser oberen Abwärtstrendlinie des Abwärtstrendkanals zu steigen, um dann hier praktisch bei Ausbruch das frühere Unterstützungslevel 1165 sogar anzusteuern oder aber dann sogar darüber hinaus auszubrechen. Kurzfristig ist hier aber Potenzial bis 1150 auf jeden Fall gegeben. Wir haben auch von oben kommt hier beim Bereich 1155 Dollar den EMA 100 zu stehen.
Also hier durchaus wahrscheinlich, dass wir noch ein Stück weit nach oben laufen können. Hier wird es dann, wie gesagt, spannend an diesem Kreuzungspunkt. Aber rein technisch wäre hier auch noch Luft bis in den Bereich 1165. Und das muss man dann eben mal sehen, ob Gold hier auch sowas vollzieht. Wir laden auch mal kurz den saisonalen Chart vom Goldpreis. Der ist weniger bestückt mit Linien und Unterstützungszonen und hier mal eben das saisonale Muster, wo man eben auch sieht, dass Gold hier sozusagen von dieser Spanne, von dieser saisonalen Spanne im Schnitt schon fast nach oben ausgereizt ist. Aber man darf natürlich nicht vergessen, es gab auch Ausnahmejahre und da gehen wir direkt nochmal auf das bullische Setup vom Goldpreis. Hier insbesondere, na, wenn er jetzt mal das Bild groß macht. Mag er gerade nicht, ist aber nicht so wild. Man kann es ja auch hier erkennen im Jahr 2011. Da gab es hier schon enorm größere Bewegungen hier im 100-Dollar-Bereich nach oben. 111 Dollar, um genau zu sein, hier 1121 Ticks im Jahr 2011. Und natürlich hier, wenn man im Schnitt davon ausgeht, dass es sich 28, 29 Dollar nach oben bewegt, dann kann das beim Goldpreis natürlich aufgrund der vorangegangenen Korrekturbewegung, die natürlich sehr scharf ist, auch ein Stück weit ambitionierter ausfallen. Die Saisonalität beim Goldpreis hier natürlich auch keine Überraschung. Als regelmäßiger Zuschauer oder auch Leser diverser Goldanalysen wissen Sie, dass hier saisonal jetzt definitiv was bevorsteht und das kann im Prinzip tatsächlich erst der Anfang gewesen sein. Jetzt muss man natürlich sehen, nach der Euphorie der gestrigen Handelssequenz und Gold zieht sie ja schon seit, ja, man kann es ja hier zugegebenermaßen auch sehr schön im Chart sehen, seit Anfang August und den Tiefs, die hierbei ausgebildet wurden, hier auch so eine Art kleiner Wimpel, zieht Gold hier sehr, sehr schön nach oben an. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das so weitergeht. Kleine Konsolidierung sollte man immer mal wieder einkalkulieren, aber generell technisch hier Potenzial bis in den Bereich 1150 sehen wir hier auch nochmal sehr schön und 1165, den haben wir jetzt hier sozusagen nicht im Chart drin, diesen Widerstandsbereich, aber das wäre hier das Level, was auch lockt im Falle einer weiteren Goldpreis-Performance. Aber es sieht eben, wie gesagt, gut aus. Wir haben hier saisonales Feedback, saisonalen Rückenwind und insofern lohnt es sich hier durchaus mal auf der Long-Seite sich umzusehen. Ob das jetzt hier die große Trendwende wird, das muss man mal nüchtern betrachten, das muss man mal ganz in Ruhe auseinandernehmen. Da hat Gold sicherlich noch wesentlich mehr Hürden vor sich, um hier wirklich taktisch auch mittelfristig zu drehen. Aber die Zinsunsicherheiten in den USA, Deflations-, Inflationsspekulationen um den Globus herum, China-Crash, China-Abwertung, das sind alles so Situationen, die den Goldpreis hier sicherlich in der nächsten Zeit hier auch noch befeuern könnten, positiv wie negativ. Es bleibt volatil, es bleibt spannend, aber man sollte sich auf jeden Fall auf einen stürmischen Herbst einstellen. Das scheint zumindest mal sicher, auch an den Aktienmärkten. Und dies dürfte sich natürlich nicht minder an den Edelmetall- und auch den Rohstoffmärkten auswirken. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Die Volatilitäten selbst sind bis auf den Australdollar, der hier natürlich auch drunter leidet, dass der chinesische Markt hier absolute Turbulenzen hat oder Schwierigkeiten vielmehr. Der Australdollar weiter unter Beschuss, aber alle anderen Währungen sind hier eigentlich in einem guten Flow in Sachen Range, in einem minimalen Flow mit der Perspektive, heute noch ein Stück weit was draufzulegen. Also heute am Devisenmarkt noch einiges möglich. Wir werden es im JFD Live Trading, wenn gute Chancen auftauchen, entweder per Streampost oder natürlich per Live Trading TV direkt kommentieren. Nachher, wie gesagt, gibt es auch nochmal den DAX, der sich hier in harmonischer Vorstellungschance leider nicht dementsprechend entpuppte. Aber das ist Trading, was hier beim Silber ein absoluter Volltreffer war, war beim DAX sozusagen hier im Sinne des Harmony Patterns ein Mistrade. Doch dort vergessen Sie auch nie, ein Trade ist kein Trade. Man muss immer die große Summe sehen und Chancen gibt es immer wieder. Deswegen nie überhebelt in die Position gehen, immer ein Stück weit Augenmerk auf interessante Setups mit schönem Chance-Risiko-Verhältnis und dann werden Sie langfristig auf der Gewinnerseite sein. Ich sage erstmal danke, bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.